Hallo, kurz bevor wir das Video starten, nur einen kleinen Hinweis. Die DCD-Shirts gibt es nicht mehr lange, nur noch bis zum Ende des Jahres. Jetzt zugreifen oder nichts mehr bekommen. Bis dann, ciao. Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 5 Tuning. Ja, heute mit dem Progen Italy GTB, natürlich auch den aus dem Import-Export-Update. Und bei dem Namen Italy GTB habe ich eigentlich einen Ferrari 488 erwartet, aber es ist eindeutig hier vorne sehr stark und hinten teilweise auch einen McLaren 570S. Mitte habe ich keine Ahnung, was das denn ist, aber auf jeden Fall vorne sehr, sehr stark erkennbar. Das ist der 570S. Wir wollen ihn natürlich tunen. Das ist nicht die Custom-Variante. Die werden wir natürlich auch noch tunen. Aber wir wollen erstmal mit der Standard-Variante anfangen. So sieht sie innen drin aus. Und wir fahren hier rein zu Benny's Original Motorworks. So, erstmal fast gegen jede Wand krachen, die es gibt. Und reparieren wir einmal kurz. Und fahren dann aus Versehen nochmal raus. Das war natürlich alles geplant. So, nochmal rum. Nicht dagegen dotzen. So. Und jetzt nochmal reinfahren, damit wir jetzt nochmal einen coolen Auftritt haben. Gut, Bremsen, natürlich erstmal die Bremsen, Frontbumper Non, Standardstoßstange mit Haken, Rennstoßstange, so hübsch, mit Haken, offene Stoßstange mit Splitter, Rennstoßstange mit Splitter, geht einfach nur ein Splitter oben dran, ne? Also die macht die schönen Teile eigentlich weg. So, und offene GT-Stoßstange oder GT-Rennstoßstange. Aber um ehrlich zu sein, finde ich das Normale am schönsten. Also das hier vielleicht noch, aber die sehen einfach gut aus. Ne, da bleiben wir so wie es ist. Heck, Bumper, Sturzdiffuser, Primärfarbe, Sekundärfarbe, seitlicher Diffuser, Carbon, Sturzdiffuser, ändert sich nicht viel. Touring Diffuser. Okay, also wir haben den Touring Diffuser, den Stoß Diffuser. Achso, hier unten. Das ändert sich. Die Seite. Ah, okay. Ah, da sieht aber Carbon, glaube ich, besser aus, als wenn wir das verbunden haben. Und dann haben wir noch den. Ja, okay. Das sind die. Ah, hier. So, ich glaube, ja, den nehmen wir hier, den Stoß Diffuser in Primärfarbe. Weil da haben wir so einen schönen Abschluss nochmal unten dran. So, Auspuff. Chrome Splitbox Auspuff, Titan Splitbox Auspuff, Dreifach Auspuff. Ach, oben, das ist natürlich auch cool. Dreifach Auspuff, cool. Vierfach Titan Rennauspuff. Auf. Boah. Nehmen wir das, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Auspuffrohre. Ich weiß nicht, das. Aber ob das dann nicht schon wieder unelegant aussieht. Also, das sieht auf jeden Fall cool aus mit den oben. Ja, komm, nehmen wir die Rauchfahne. Dann Fender Tuning-Spiegel. Oder normal. Ne, die normalen sind tausendmal besser. Warte kurz. Jetzt das Kabel nervt. Skirts, gut. Niedrige Seitenverkleidung sieht schon mal auch mal einiges besser aus. Carbon-Seitenverkleidung. Dann GT-Seitenverkleidung. Seitenverkleidung sekundär. So, jetzt können wir ein Carbon machen. Das machen wir, denke ich. Aber mit dem Teil oben dran oder nicht? Ich glaube, wir machen das ohne das. Motorhaube. Jetzt können wir es wieder nicht sehen. Tuning. Achso, das müssen wir mal wieder raus. So, also da haben wir die Streifen sozusagen drin. Schwarz gestreifte Motorhaube, Chromstreifen Motorhaube, Carbon Motorhaube. So, Motorhaube mit Einzeleinlass. Motorhaube mit Einlass. Carbon Motorhaube mit Einlass oder Haube mit gedrehtem Einlass. Oh, das sieht cool aus. Oh ja, das nehmen wir. Dach in Primärfarbe. Carbonstreifen. Carbon mit Streifen oben. Oder Vollcarbondach. Wir nehmen den Carbonstreifen, glaube ich. Spoiler. Könnten wir einen Tunerflügel. Tuner Karosserieflügel. Sekundärfarbe. Carbon Tuning. Karosserieflügel. Exotischer Spitzflügel. Aha. Dann haben wir Seiten GT Spoiler, Carbon GT Spoiler. Gut, den GT Spoiler finde ich gar nicht so hübsch.
Ist eine Frage, ob wir den exotischen oder den Tuning. Ja, nehmen wir den Tuning, der sieht cool aus. Oder den Tuner-Flügel oder Tuning? Nehmen wir Tuning-Karosserieflügel, ist nur die Frage, ob Carbon oder nicht. Ne, nehmen wir nicht Carbon. So, dann Renngetriebe. Dann Motor-Upgrade Level 4. Es bleibt Licht, nehmen wir Xenons. Keine Neons. Und dann haben wir noch vergessen zu tinten. Aber das lassen wir jetzt einfach. Oder nicht, wir haben noch die Räder, Alles gut, wir fahren nochmal rein. Das Problem ist, man kommt so leicht aus dem raus, aus Versehen. Und, genau, Window Tint. Können wir hier... Gehen wir auf den Dark Smoke. Dann Turbo nehmen wir natürlich auch rein. Resprayen können wir ihn jetzt. So, die Farbe können wir natürlich matt schwarz nehmen. Das kann nicht mehr so schlecht aussehen eigentlich. Da braucht schon Kontrast, finde ich. Blau, matt sieht eigentlich ganz gut aus dem aus. Orange, gelb, grün. So. Wie sieht's denn? Chrom können wir natürlich auch nehmen. Oh Gott. Die Metalle. Auch nicht so. Wenn dann hier. Also eine der auffälligen Farben auf jeden Fall. So orange oder grün passt gut zum Wagen, denke ich. So wie zum Beispiel Taxi Yellow. Sieht ganz gut aus, aber gucken wir mal weiter. Vielleicht sieht das Limettengrün sogar besser aus. Ich glaube, das Limettengrün sieht sogar besser aus. Ja. Das sieht besser aus. Beides sieht gut aus, aber... Limettengrün ist dann doch besser, finde ich. Okay, gehen wir noch weiter durch fürs Protokoll. Da. Okay, wir bleiben aber beim Weiß. Na. Machen wir nicht. Gut, also wir wollen unser Limettengrün haben. Komm, wo bist du? Limettengrün, perfekt. Dann unsere Räder. Können wir noch Sporträder draufziehen? Ist die Frage, ob die besser aussehen als die Standardräder. Weil die Standardräder sehen eigentlich ganz gut aus. Wir können ja... Ich weiß, ich glaube, im Anhieb geht die nicht. Das ist blöd. Na, dann müssen wir schon andere Räder drauf machen. So, Super G's. Was sieht denn gut aus auf dem? Was sieht gut aus? Carbonräder können wir nehmen. Cheetah Carbon R oder Carbon Solar. Nehmen wir die. Hatten wir noch nie. Das bleibt alles. Ah, hier können wir noch den Innenring ändern. Das ist geil. Limette nehmen wir da auch mal. Nehmen wir da auch mal Limettengrün. Dann haben wir da nochmal so einen Akzent drin. So. Und Lime Green. Perfekt. Das nehmen wir die Tuningreifen. Den nehmen wir, glaube ich, so. Sieht besser aus. Und Tire Smoke bleibt. Und dann haben wir ihn fertig. Den Proben Italy GTB. Viel Auspuff. Oh. Das sieht böse aus hier. Boah. Gut, aber ich finde, er ist ganz gut geworden. Ich finde nur die Mitte des Wagens sieht irgendwie schlecht aus. Aber das ist Geschmackssache. Wie immer natürlich würde es mich freuen, wenn ihr mir sagt, wie euch der Wagen gefällt. Und falls ihr ihn habt, wie ihr ihn getunt habt. Als nächstes werden wir, denke ich, die Custom-Variante des Niros und des Chirons tunen. Und verantwortet sich auch ganz gut auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf jeden Fall, tschüss, bis zum nächsten Mal bei GCG. Ciao.